Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic World of Zen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind im Dungeon der verlorenen Seele in Ebene 5. Und da müssen wir noch weiter den Westen anschauen. Aber ich glaube, das war's dann auch so langsam. Illusion, okay. Oh, da ist auch irgendwas hier drin. Hier ist nichts. Ich glaube, so langsam haben wir den Dungeon auch fertig. Illusion, okay. Genau, da waren wir schon. Da können wir nochmal hier rein. Ist auch nichts. Was ist mit dem hier? Auch nur eine Illusion. Das hier ist nur wieder ein großer Weg. Hier scheint nichts zu sein. Okay. Singvogel der Heiterkeit. Aus Dankbarkeit für seine Befreiung flattert der Vogel um eure Köpfe und singt sein magisches Lied. Er erklärt sich einverstanden, euch zu begleiten und Dimitri auf Schloss Kalindra zu helfen. Alles klar. Dimitri heißt der. Wo habe ich aber den Namen Ambrosa schon gehört? Den Ambrosa hatten wir ja schon. Der steht vor der Festung von Dings. Ich dachte, ich hätte den Namen schon irgendwo gehört gehabt. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben den Singvogel. Jetzt ist es aber, was ist das hier in der Mitte? Teleport funktioniert hier immer noch nicht, oder? Aber wie kommen wir dann dahin? Oder funktioniert jetzt Teleport? Nee. Ah, vielleicht. Geheime Wand? Nee. Einschlagen geht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das da in der Mitte ist. Ah. Wir hatten auch im oberen Stockwerk noch ein Teil, wo wir aber auch nicht irgendwie hingekommen sind. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Unsere Aufgabe haben wir anscheinend erfüllt, allerdings. Also ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was das da in der Mitte ist, wie man da hinkommt. Jetzt eigentlich raus hier, oder? Genau, ich schaue es nochmal. Wir kommen ja hier wieder ohne Probleme raus. Genau, und da drüben hatten wir noch was. Aber da sind wir nicht hingekommen. Genau hier. Aber da kommen wir nicht hin wegen. Sei denn, es gibt hier irgendwo noch. Jetzt irgendwie was getan? Hat sich jetzt hier was aufgetan? Aber die haben wir ja eigentlich schon jetzt hat sich was aufgetan. Aber ich fand's komisch, weil wir haben den doch schon betätigt gehabt. Ich verstehe es nicht. Egal. Au. Nett. Ist das jetzt hat Minotaurus Private Reserve. Aha. Okay,
Speicher mal und trinken mal. Was passiert, wenn wir das trinken? Zweimal. Laden wir nochmal. Also zweimal kann man es anscheinend trinken und kriegen richtig, richtig viel Erfahrung. Du kriegst es nicht, weil in Necropolis haben wir ja noch genug Bücher quasi, wo wir für dich lesen können, wo wir richtig viel Erfahrung für dich kriegen. Du brauchst ein bisschen mehr. Also du darfst auf jeden Fall einmal davon trinken. Ja, und du darfst auch mal davon trinken. So. Und das andere ist jetzt nur noch erfrischend. Also, das hat sich gelohnt, das nochmal anzuprobieren. Wahrscheinlich, es lag ja dran, wir haben zwei Hebel. Wir haben beide betätigt. Den einen haben wir wahrscheinlich das Ding aufgemacht. Den anderen haben wir es wahrscheinlich wieder zugemacht gehabt. Das war das Problem. Aber wie wir in das eine Feld da unten reinkommen, keine Ahnung. Ah, genau. Ich weiß, wie wir es machen. Wir springen mit dem Leutsignal hierher. Holen uns vielleicht gerade nochmal schnell neue Nahrung. Schauen schnell nach. Müssen mal irgendwas reparieren. Sollten wir jedenfalls. Dann ist es ganz gut, dass wir hier sind. Was wollt ihr denn? Reparieren, bitteschön. Halt, Rüstung war's. So. Und dann verschwinden wir hier raus. Gehen weiter nach Norden. Durch die Pyramide. Dann kommen wir ja wieder hier in Schlossblick rein. Hier können wir das Schloss betreten. Gehen hier nach oben. Ich glaube, wir sind ja richtig, richtig. Schauen die Saves an. Immer noch nicht. Okay. Es ist langsam ziemlich krass hier. Speichern mal und dann schauen wir mal. Bring den Vogel zu ihm und lass meinen Vater den Gesang hören. Komm danach zu mir. Ah, vielen Dank für den Sinn, Vogel der Heiterkeit. Sein wunderschöner Gesang hat meinen Geist gereinigt und mich mit Hoffnung erfüllt. Ich glaube, wenn ihr Kalindra ihre Krone bringt, wird sie wieder zu sich selbst finden. Die Krone ist in den Safe in ihrem Schlafzimmer im dritten Stockwerk des Schlosses. Leider kenne ich die Kombination nicht. Nur Königin Kalindra kennt sie. Aber ich kann euch die Kombination für dich selbst auf dieser Ebene geben. Ah. Die Energiescheiben enthalten. Aha. Sie lautet 64, 52 und 31. Denkt dran, nur Königin Kalindra hat die Kombination für ihren Safe. Aha. Okay, sehr schön. Ah, ihr seid nicht im Schloss Giftzahn hineingekommen. Ihr solltet mit Ambrose, dem Ritter der Königin, sprechen. Vielleicht kann er euch helfen. Zuletzt wurde er in der Nähe. Ja. Haben wir schon gefunden. Dimitri, du hast uns geschickt. Okay. Sagt ihnen, dass Dimitri euch schickt. Genau. Danke, dass ihr meinen Vater aufgemuntert habt. Ich werde euch immer dankbar sein. 3 Millionen Erfahrung. Huhu. Wie geil. So, dann schauen wir uns doch mal die Saves hier an. Jetzt kennen wir ja die Kombination. 64, 52, 31. Und wir haben die letzte Energiescheibe. Ha, ist das geil. Damit können wir das Schloss komplett wieder herstellen. Aber wir haben doch ja noch weitere Saves. Wo waren denn noch welche? Da war keiner, da war einer. Da war schon keiner mehr. Okay, hier hat es wohl angefangen.
Was ist denn hier noch Schönes drin? Noch eine Scheibe? Okay. Kriegen wir hier überall Energiescheiben? Na, Tatsache. Dann haben wir mehr Energiescheiben. Dann hätten wir... Okay. Dann hätten wir je nachdem... Dann hätten wir je nachdem ein paar Sachen gar nicht machen brauchen. Diese ganzen Türme zum Beispiel oder so. Das wäre dann egal gewesen. Kriegen wir sonst für die überschüssigen Energiescheiben noch irgendetwas? 64, 52, 31. So. Wie viele Energiescheiben haben wir denn jetzt? 10 Energiescheiben. Das heißt, wir haben 5 mehr, als wir überhaupt brauchen. Interessant. Naja, gut. Dann lasst uns mal nach unten gehen. Wir könnten den Dieb noch befreien. Das haben wir ja, glaube ich, auch nicht gemacht, noch nicht gemacht gehabt. Ich glaube, das machen wir schnell mal. Dann probieren wir vielleicht auch mal... Wo war er dann? Ja. Guido, ich glaube, ich mache das jetzt mal. Ja, mach das mal. 10, 11 und 12. Die haben wir ja auch noch nicht geholt gehabt. 10, 11, 12. Vielleicht sind das gescheite Dinger. Vielleicht geben die aber auch nur... Gut. Hoppla, das war falsch. 10, 11, 12. So, und jetzt können wir vielleicht mal probieren, wenn wir schon hier sind. Das haben wir erledigt. Das haben wir nicht erledigt. Vielleicht sind wir ja stark genug mittlerweile für dieses Teil hier. Wir probieren es aus. Okay, der macht wahnsinnig viel Schaden. Wir kriegen ab und an mal hin. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück und wenn wir uns beeilen. Kommt er nicht zum Zug? Einmal kommt er durch. Sehr schön. Ha, wir haben ihn. Aber man braucht ein bisschen Glück. Der macht wahnsinnig viel Schaden. Das sind, glaube ich, sogar zwei, oder? Das könnte jetzt ein bisschen... Ach, Mist. Das könnte jetzt ein bisschen unschön werden. Genau deswegen meinte ich. Okay, ist da sonst noch irgendwas Interessantes eigentlich drin hier? Nee. Das wird natürlich jetzt halt hier ein bisschen das Problem sein. Diese zwei hier zu kriegen. Sternenstaub. Nochmal Sternstaub. Ach, verdammt. Gleich zwei tot, drei tot. Vier tot. Nee, da brauchen wir wirklich ein bisschen Glück. Aber ich hätte es eigentlich ganz gern gemacht, damit das Dinger fertig sind. Irgendwas noch
Also Sternenstaub war schon mal nicht so verkehrt, fand ich. Kostet halt allerdings auch viel. Ach, verdammt. Nur einer tot. Das geht doch eigentlich. Dann sind wir hiermit erstmal fertig. Genau, dann machen wir das nämlich so. Wir zaubern Lloyds Signal zurück. Badam, badam. Wir springen nach oben. Kann ich helfen? Ja, mit heilen. Dankeschön. So, halt. Wir gehen wieder runter. Wir gehen hier raus, wir gehen in die Pyramide und wir gehen, nicht hierher, sondern hier, doch, jetzt mal richtig, in Ellingers Turm wieder. Wo habt ihr denn den Schlüssel her? Na, wenn's denn sein muss. So. Und nach oben. Ich frage mich, passiert irgendwas, weil wir ja noch mehr Scheiben haben? Oh, ja, wir rasten erstmal. Passiert da irgendetwas, weil wir noch mehr Dinger haben? Kriegen wir dafür ein bisschen mehr Geld? Oder sind die einfach dann... Ja, wahrscheinlich liegen die einfach nur rum. Wir probieren es aus. So, speichern. Glückwunsch, es ist vollbracht, das Schloss ist frei. Ich kann euch nicht genug danken. Ihr müsst nun den Schlüssel zur Pyramide finden und die Kugel zum Pharao bringen. Solange die Kugel nicht in seinen Händen liegt, besteht keine Hoffnung, dass Alama besiegt werden kann. Ich werde mich um diverse magische Pflichten kümmern, die meine volle Aufmerksamkeit erfordern, damit die Prophezeiung erfüllt wird. Geht mit meinen Segen. Okay, können wir nochmal mit dir reden? Es tut gut, euch wiederzusehen, meine Freunde, aber ich habe keine Zeit. Ich muss mich um meine magischen Pflichten kümmern und ihr habt sicherlich auch zu tun. Die Welt braucht uns jetzt. Und wir haben wahrscheinlich weiterhin 5 Energiescheiben, ja genau. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Aufgaben? Das ist klar. Edelsteine ist auch klar. Die goldene Stuette, da kriegen wir 5 Level, das ist auch gut, das ist auch gut. Sprecht mit Ambrose, dem Ritter der Königin am Greifenpass, und das war's eigentlich. Okay. Hoppla. Dann können wir hier raus und dann können wir das Schloss uns anschauen, die letzte Ebene. Das wollen wir doch gleich mal machen. Ich meine, wir wissen, dass wir erst mit der Königin reden müssen, um an den Safe zu kommen. So, hier geht's nach oben. Hier geht's nach oben. Da waren wir noch nicht. Schloss Kalindra, Ebene 3. Dann können wir uns das auch noch anschauen. Da geht's auch nochmal nach oben. Oieiei. Hier gibt's ein Tempel. Hier ist euer Geld sicher. Es gibt eine... Lagern, Edelsteine, 3000. Es gibt eine Bank hier. Huch. Ach, es wäre mal teleportiert. Ist ja interessant. Kommen wir da aber auch wieder zurück. Ha, interessant. Also hier kommen wir dahin und da kommen wir wieder dahin. Ja, okay. Also, was war... Hier ist euer Geld sicher. Das war Bank, das war Tempel und da ging es noch wieder runter. Okay, das heißt, wir müssen sowieso auf die andere Seite. Da geht es wahrscheinlich auch wieder runter hier. Ja?
Schaut euch hier nur um. Es gibt einen Schmied hier. Okay. Bis bald. Und ihr wollt trainieren. Es gibt auch ein Training. Wir könnten hier trainieren. Okay. Sehr nett. Dann müssen wir noch auf die andere Seite, glaube ich. Ne, da ging es mal wieder runter. Moment. Es ging nur da hoch und da hoch. Da geht's mal wieder runter. Und wo ist der Safe der Königin? Der ist doch bestimmt da drüben, oder? Aber wir haben mal noch ein Dings. Wie kann man da hin? Ich glaube, da kann man über den Dungeon runter. Und zwar hier rein. Dann hier hoch. Genau, hier waren wir ja schon. Hier hoch. Ja, hier waren wir noch nicht. Ich wusste es doch. Dass es da noch irgendwas geben muss. Hat es gebrochen. Okay. Was bringt der hier? 10 Kraft dauerhaft. Jawohl. So, wie sieht's da aus? 108. Ja, gut. Und du nochmal. Das ist ja toll. Hier. Das ist eine Uhr. Spiegelportal aktivieren. Heißt es jetzt, funktionieren die ganzen Spiegel im Spiel? Vielleicht könnte es sein, dass die ganzen Spiegel, die bisher deaktiviert waren, die bisher nichts gemacht haben, jetzt aktiviert sind. Das heißt, wir können mit Spiegel endlich mal reisen. Das hätte auch was für sich. Okay, aber ich sehe gerade, ich habe schon wieder ein bisschen überzogen. Dann würde ich sagen, hier machen wir Schluss und beim nächsten Mal weiter. Bis dann, nächsten Folge dann. Tschüss.